So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, es ist ein außergewöhnliches Video, aber ich will hier einfach nur ein paar Fragen beantworten. Ich kriege immer neuerdings Kommentare mit Schloss, das heißt, ich kann sie nur lesen, ist zwar schade drum, weil alle anderen können euch auch helfen. Und zwar, was bekommt man für die Münzen im Disney Speedstore? Ganz einfach, ich werde jetzt einkaufen. Und ihr seht es, dafür drückt man ja auf Minus, darum ist es ja angegeben. Minus, dann kommt man in den Shop rein. Es gibt ja die Saisonmünzen, die allgemeinen Münzen und die, ich muss mal eben gucken, welche Münzen noch gibt's. Die anderen hießen, glaube ich, anders. Saison, Mehrspieler und allgemein. Ich werde jetzt überall in alle drei Shops einkaufen gehen. Aber anfangen natürlich jetzt in die klassischen Allgemeinkisten, die kosten 10.000. Ich habe ein bisschen was, also kann ich davon ein paar Kisten kaufen. Ihr seht, drei Münzen oder Fahrerscherben, Nummernschild, alles könnt ihr haben. Drei Stück, drei Sachen, 10.000. Ich werde es mal anklicken. Und ich hoffe natürlich immer, dass Gold vorne ist. In dem Film und sowas. Es ist eigentlich gelb, aber Gold sollte es sein. Gelb. Lila und Blau ist das Kleinste. Aber ihr seht es, Blau, eine lila Münze und noch eine. Das ist immer perfekt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Diese drei Münzen, oder ihr wisst schon, was ich meine, Splitter von einer Münze hat 10.000 gekostet. So, werde ich natürlich jetzt nochmal öffnen. Oh, wieder lila. Oh, jawohl, Gold, 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 Gold. Nein, wieder lila. Okay. Und, ja, schon mal gut. Fluch der Karibik, Mickey und seine Freunde. Aber mir sind die anderen farbigen Münzen lieber. Sowas. Herkules ist natürlich dann viel interessanter auch fürs Spiel. Da sind wieder die, die ich für die zweiten 10.000 gekriegt habe. So, eine werde ich nochmal öffnen jetzt. Und wieder hier. Aber der Goldene, der hat aber ganz schön langsam Motor, muss man echt lassen. Blau, schön. Ah, das Dschungelbuch und Herkules. Okay, aber noch nicht genug, dass ich jetzt eine Münze wieder aufgestiegen bin. Das würde man nämlich sofort dann zahlen. Ach, ich mache noch eine auf und dann gehe ich in die anderen Boxen. Ihr habt es gesehen, nicht einmal Gold dabei. Die Schöne und das Biest. Fluch der Karibik. Ah, Mickey und seine Freunde. So, und jetzt müsste er, seht ihr nochmal, was ich für 10.000 bekommen habe. Nicht schlecht. Und, oh, da ist eine neue freigeschaltet. Ah, das habt ihr gesehen, das ist nämlich dann schon mal gut. Dann können wir die nämlich ins Spiel verwenden. Was macht die? Ihr seht das dann mal rechts. Höchstgeschwindigkeit, Kampfbonus. Okay. Für Fluch der Karibik. Nicht schlecht. Muss ich, oh, noch eine. Ah, das sie. Oh, Boost-Bonus plus 200. Das ist natürlich richtig cool. Aber für schön das Biest, ihr seht es selber, habe ich noch keine freigeschaltet. Okay, jetzt gehe ich raus. Jetzt gehen wir. Ach komm, Sessionskiste. Da gehe ich jetzt rein und kaufe natürlich. Ihr seht es selber, man kann einmal öffnen, also man gibt eine Münze ab, man kriegt drei Öffnungen. Oder da unten drei Münzen abgeben, fünf Öffnungen. Ist dann interessanter. Aber ich habe schon fünf Münzen, also kann ich ruhig da unten reingehen, neun Stück zu öffnen. Mal gucken, was ich alles bekomme. Ich öffne sie jetzt. Neun Stück. Jawohl, Gold, Gold, Blatt Gold vorne. Nein. Das ist natürlich ärgerlich. Man kriegt die Münzen so selten und dann eben ist nicht Gold vorne.
es könnte ruhig was anderes außer den Münzen sein. Wie wär's mit Pfarrerscherben von Bell? Das ist aber. Ich sag da jetzt nichts zu, ihr seht es ja selber, weil ich dafür alles bekommen habe. Hier sind es nochmal und das Ganze für 3 Saisonmünzen. Muss man sich ganz schön anstrengen, um die zu bekommen. Aber ihr seht selber, was ich jetzt dafür bekommen habe. Weiter. Ich könnte. Oh no! Was habe ich denn da freigeschaltet? Zweite Stufe. Das ist nicht schlecht. Für die Monster-AG. Ist aber eine blaue Münze. Wir sind die orangen oder goldenen lieber. Ach, neu. Ah, auch wieder was Neues. Stufe 2. Die ist nicht schlecht. Die habe ich, glaube ich, auch aktuell drin. So, und ich könnte jetzt noch 2 öffnen. Aber ich warte immer, bis ich 3 Stück habe. Ist dann interessanter. Und wenn dann natürlich ein goldenes Fahrzeug reinfährt, ist es perfekt. So. Und jetzt machen wir natürlich noch eine Mehrspielerkiste auf, weil ihr seht selber, habe ich noch nicht so viele aufgemacht. 318 Sachen kann ich noch kriegen von 323. Also ich öffne die jetzt nochmal. Kostet 300. Mal schauen, was ich kriege. Und nein, nicht blau. Das Ärgerlichste, was es gibt, blau. Cool. Was soll ich damit? Nummernschild für 300. Nee. Also ihr habt gesehen, was ihr bekommen könnt für Geld und für die Münzen. Also das ist ja auch im Prinzip Geld. Hier unten, oh, könnte man wieder ausgeben. Ihr seht es, oh. Ah, Fahrerscherben, 3 Stück. Und ihr seht auch da unten drunter, dann steht da immer 7 Stück benötigt ihr noch, um sie freizuschalten. Das ist einfach ganz schlicht und einfach. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ich konnte damit die Fragen beantworten, die ihr immer gestellt habt. Und lasst es immer frei, dann können auch alle anderen können dann darauf antworten. Aber nichtsdestotrotz sollte das jetzt ein Antwortsvideo sein. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und sage deshalb wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.